es vor allem gereizt, über den zeitgenössischen Kaukasus zu schreiben. Im ersten Buch war das eher historisch angelegt. Dadurch habe ich sehr viele Reisen in die Region unternommen und das Gefühl bekommen, ich sollte mich jetzt auch mit dem zeitgenössischen Kaukasus, also mit Armenien, Aserbaidschan und Georgien auseinandersetzen und die Gesellschaft dort beschreiben. Das hat mich einfach gereizt. Ich glaube, das Buch ist eigentlich komplett in Berlin entstanden, nicht wirklich dort. Was ich gesucht habe, waren vor allem Landschaften, die ich dann in das Buch aufgenommen habe. Also Landschaftsbeschreibungen waren sehr wichtig und tatsächlich ein paar Sachen, was die Recherche betrifft, die nicht exakt waren. Zum Beispiel, was die ganze Ballettrecherche angeht, die fand natürlich hier statt. Da habe ich erstmal natürlich die ganze Fachliteratur gelesen, die ganzen Dokumentationen angesehen, die es zu haben gab. Und dann habe ich sehr viele Tänzer interviewt und ihre Karriere nochmal abgefragt. Und ich hatte noch das Glück, dass ich beim Staatsballett zuschauen durfte, bei den Proben, weil es großartig war. Heimisch ist ein kompliziertes Wort. Ich meine, ich glaube, heimisch kann man sich nicht wirklich fühlen. Also es gibt nur bestimmte Gegenden, die ein bisschen besser sind als andere. Also Berlin ist zum Beispiel definitiv besser für mich als das flache Land in Hessen. Ich glaube, die Leute, die sich ausschließlich mit Deutschland identifizieren, stehen dann jeweils in Dresden am Montagabend. Das sind die Leute, die überhaupt kein Problem haben, sich mit einem Land komplett zu identifizieren. Aber wer kann sich wirklich mit einem Land identifizieren, aus Sicht jetzt überzeugter Vollnazis? Es ist vor allem wie eine Minderheit kreiert wird und dann systematisch ausgegrenzt wird. Und im ersten Buch war das vor allem ethnisch motivierte Gewalt und im zweiten war das Umgang mit Homosexualität. Dass der Westen zwar immer so tut, als ob er wahnsinnig tolerant sei, aber es ist eine wirkliche Gleichstellung und eine Toleranz gibt es auch in Deutschland nicht. Aber trotzdem wird es immer wieder propagiert, als ob die Menschenrechte hier erfunden worden wären. Und wenn man sich den Umgang zum Beispiel mit Flüchtlingen anschaut, das ist... Verstößt es gegen sämtliche Grundgesetze.